So, herzlich willkommen zurück zu Jesse und Rettung des Zirkuspferdes. Nein, Zirkuspferd in Not. Wir suchen ein Telefon, weil wir unbedingt Frau Hansen anrufen müssen. Guck mal, ein Familienporträt. Da ist sogar Otto drauf. Ja, wir haben wieder Stress, weil wir in Mathe so schlecht sind. Und er hackt hier wieder an seinem komischen Laptop rum, wo er irgendwie die ganze Zeit versucht, Windows zu installieren. Tierarztpraxis Hansen, hallo? Hallo Frau Hansen, hier spricht Jesse. Fabian hat mir erzählt, was du für tolle Fortschritte mit Abraxas gemacht hast. Ich würde morgen auch gern weiterarbeiten, aber am Montag schreibe ich eine Mathearbeit. Und bis dahin muss ich lernen. Das ist sehr vernünftig von dir, Jesse. Komm einfach vorbei, wenn du wieder Zeit hast. Viel Glück für die Mathearbeit. Danke, das kann ich brauchen. Ich melde mich am Montag wieder. Ist in Ordnung, Jesse. Tschüss. Tschüss, Frau Hansen. Bis dann. Donnerstag. Freitag. Samstag. Sonntag. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss auch mal raus. Mir fällt sonst die Decke auf den Kopf. Ich hau jetzt ab. Leise. Wenn wir unbemerkt aus meinem Zimmer schleichen, können wir genau 2 Stunden wegbleiben, ehe es jemand bemerkt. Achtung, die Zeit läuft, sobald wir mein Zimmer verlassen haben. Oha, also sie schleicht sich jetzt 2 Stunden aus dem Zimmer. Wobei ich sagen muss, also wirklich, sie hat jetzt 4 Tage lang. Die muss auch irgendwann mal was anderes machen. Du kannst auch nicht nur die ganze Zeit lernen. Das bringt überhaupt nichts. Also sie muss dann schon auch mal ein bisschen Ausgleich haben. Das sollten die Eltern ja auch eigentlich wissen. Okay. Da ist der Vater im Büro. Na, Jesse, wo willst du denn hin? Hä, wie hat er das denn? Ich muss auch mal raus. Mir fällt sonst die Decke auf den Kopf. Ich hau jetzt ab. Okay. Wenn wir unbemerkt aus meinem Zimmer schleichen, können wir genau 2 Stunden wegbleiben, ehe es jemand bemerkt. Achtung, die Zeit läuft. Das ist ja voll hier das Tarnungsschleichspiel. Vielleicht sollte ich mir andere Schuhe anziehen, die man nicht so hört. Oder ich muss mich aus dem Fenster abseilen. Also da sieht mich der Vater, wenn ich da durchlaufe. Aber es gibt ja gar keinen anderen Ausgang. Das ist das Bad. Jesse, ich denke, du lernst Mathe in deinem Zimmer. Boah, da habe ich nur die Mutter die Füße gesehen, ey. Ich muss auch mal raus. Hä? Fällt uns die Decke auf den Kopf. Ich hau jetzt ab. Leise. Wenn wir unbemerkt aus meinem Zimmer schleichen, können wir genau 2 Stunden wegbleiben, ehe es jemand bemerkt. Achtung, die Zeit läuft, sobald wir mein Zimmer verlassen haben. Voll krass. Ich meine, darf sie nicht mal aus ihrem Zimmer gehen? So nach dem Motto, hey, Jesse, wo willst du hin? Geh zurück in dein Zimmer und lern Mathe. Aber ich wollte nur aufs Klo gehen. Nein, du lernst Mathe. Was ist da denn los, ey? Voll die kranke Familie. Du. Vielleicht kriegt sie auch nichts zu essen oder sowas. Ist ja wie bei Harry Potter. Ne? Jetzt sperren sie uns gleich in eine Besenkammer. Hier unten, da wohne ich jetzt. Ich habe nur 30 Sekunden, um hier rauszukommen. Aber... Da sieht er mich, ne? Obwohl der mich doch gar nicht sehen kann von da. Na, der kann mich doch gar nicht sehen von da. Sein Tisch ist hinter der Tür. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss auch mal raus. Mir fällt sonst die Decke auf ja, den Kopf. Ja, ist ja gut. Okay, hör auf zu jammern, Jesse. So, okay, wie komme ich hier raus? Hier kann ich eigentlich rennen. So, und ins Bad komme ich. Hier kann ich durchs Fenster nach draußen. Da ist doch gar kein Fenster. Zwillinge. Sie lässt sich durchs Fenster. Ich habe keine Ahnung, wo mein Fahrrad wieder ist. Und zu Fuß dauert der Weg einfach zu lang. Wir sollten in den Stall gehen und Phoenix holen. Ja, wenn Otto das sieht. Warte mal, und die Zwillinge sind da hinten. Jesse! Willst du mitspielen? Gott, die sind so creepy. Ey, die Zwillinge sind so creepy. Die machen mir jedes Mal so derb Angst. Keine Ahnung, wo mein Fahrrad wieder ist. Und zu Fuß dauert der Weg einfach zu lang. Wir sollten in den Stall gehen und Phoenix holen. Okay, schnell weg.
Okay, also hier, wenn ich renne, dann kann ich mich vor den Zwillingen verstecken. Nein, Jesse, schon fertig mit Lernen? Oh mein Gott, sogar der Otto weiß Bescheid. Boah. Ist ja wie im Knast hier. Okay, schnell, 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 schnell. Jesse! Okay, ich darf nicht in diese... Jesse! Da sind die Zwillinge. Die gucken in diese Richtung. Wie soll ich denn bitte zum Stall kommen? Keine Ahnung. Ich kann hier hinter die... Ah, die laufen da vorne lang. Soll ich da vielleicht einfach warten? Nicht, dass die umdrehen. Und wenn die jetzt umdrehen, dann sehen sie mich nämlich auch. Warte mal, ich gehe mal so vorsichtig hier hinter den Zwillingen hinterher. Ah ja, die sind weg, okay. Jesse! Was, ihr habt mich doch gar nicht gesehen. Was ist los mit euch? Mann, ich war noch nie gut in Schleichspielen hier. Nicht zu verwechseln mit Schleichpferden. Das ist wieder ein anderes Ding. Oh Gott, sie kommen, oh Gott. Oh Gott. Sie verfolgen mich. Sieht ihr mich, wenn ich hier hinten lang renne? Okay, ich muss einfach nur weit genug außen rum rennen. Wo ist Otto? Der ist da und guckt in diese Richtung. Alles klar. Dann gehe ich mal hier rum und schleiche mich so von der anderen Seite in den Stall. Genial! Und wieso weiß sie nicht, wo ihr Fahrrad ist? Ich meine, so viel Zeug steht hier nun auch nicht rum. Oh, das Otto. Schnell rein in den Stall. Ja! Ja! Jetzt muss ich schnell Phoenix holen. Phoenix, komm mal mit hier. Komm mal eben hier. Komm mal mit. So. Oh Gott, ich habe noch 30 Sekunden, um ihn zu satteln. Wo ist der Sattel? Immer dieser Stress. So, schnell. Immer dieser Stress beim Ausbruch, ne? Druff. Nee, nicht führen. So, komm, Sattel drauf. Ja, jetzt. Und jetzt führen. 17 Sekunden noch, Mann. Uff, läuft die Zeit jetzt immer noch? Jetzt schnell zur Tierärztin. Ah. Die Zeit läuft. Oh Gott. Ja, komm. Steig auf, bevor das der Otto sieht. Nein, nicht wieder absteigen. So. Gas, Vollgas. Ich hätte mich mal umziehen sollen. Schon mal seit 5 Tagen lernt sie Mathe in denselben Klamotten. Ja, total durchschwitzt. Schnell, es geht zur Tierärztin. Die Zeit läuft. Ja, aber bei Mathe kann man schon mal in Schwitzen geraten. Okay, jetzt habe ich 2 Minuten, um dahin zu kommen. Ah ne, das war das, wo das Ende ist. Ja, ne? Genau. Warum mache ich das immer? Das sieht immer von der anderen Seite aus anders aus, als wenn man zurückkommt. Das ist so blöd gebaut. Das verwirrt mich immer so. Diese wunderschönen, alle gleich aussehenden Bäume. Früher, ne, Leute? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Aber vor der PlayStation 4 gab es eine PlayStation 3. Davor eine PlayStation 2. Und davor eine PlayStation. Und die hatte so eine Grafik. Aber das ist schon... Das ist ja schon 15 Jahre her oder so. Eine älter, glaube ich sogar. Ich glaube, die erste PlayStation gab es 97 oder so. Und das Spiel hier ist von 2000... Keine Ahnung. Neuer auf jeden Fall. Aber hat immer noch die uralte Grafik. Da gab es so ein Spiel. Colin McRae Rally. So ein Auto-Rally-Spiel. Sah genauso aus. Ja, aber halt eben vor 15 Jahren.
17, 18. Keine Ahnung. Viel zu lang her auf jeden Fall schon. Also da könnte man echt ein bisschen was erwarten. Gut, ich meine, das neueste Spiel ist es jetzt auch nicht. Also das ist schon auch ein bisschen alt. Aber naja. So, jetzt langsam mal hier. Ich habe nicht so viel Zeit. 30 Sekunden noch. Ah ja, gut. Zeit geschafft. Und endlich sind wir auch wieder bei Abraxas. Hoffentlich kennt er uns überhaupt noch. Fabian steht da draußen. Aber Abraxas vertraut ihm doch gar nicht. Doch. Hallo Jesse, dich schickt der Himmel. Hi Fabian. Sorry, aber ich habe heute echt keine Zeit. Wegen Mathe. Meine Tante hat mir davon erzählt. Und? Wie ist die Arbeit gelaufen? Noch gar nicht. Deswegen sollte ich jetzt eigentlich lernen. Aber dann habe ich irgendwann den Lernkoller bekommen. Und da bist du mal kurz abgehauen, was? Naja, ich... Keine Bange, ich verpfeif dich schon nicht. Ruf mich aber bitte an, sobald du wieder zu Hause bist. Nicht, dass dir unterwegs was passiert und keiner weiß, wo du bist. Ist versprochen. Danke. Oh, sehr klug. Die Wunden sind fast völlig ausgeheilt. Das verdankte allein deiner Pflege. Bloß mit dem in den Stall gehen hapert's bei ihm noch. Hast du vielleicht eine Idee, wie man ihm die Angst davor nehmen könnte? Vielleicht sollte ich mit Phönix vorausgehen. Pferde sind Herdentiere. Wenn eines vorangeht, kommen die anderen oft hinterher. Könnte klappen. Ein Versuch ist es allemal wert. Führen wir Phönix in den Stall. Fabian versucht mit Abraxas hinterherzukommen. Das ist eine gute Idee. Normalerweise, wenn sich das Pferd dann so eingliedert hier, dann läuft es einfach hinterher, ganz egal, wo ich hinrenne. Nö. Hauptsache, ich muss mich selber entscheiden. Kommt ihr mit? Ah ja, guck mal, da kommt er. Abraxas ist stehen geblieben. Komm zurück! Wir versuchen es gleich noch. Ja, ich bin natürlich schon ein bisschen weit weg. Vielleicht sollte ich näher ran. Nee, das, wir kriegen das schon hin hier mit Abraxas. So, Fabian, komm mal, pass auf. Du musst natürlich auch schon ein bisschen mitkommen hier. Ja? Abraxas steht wieder auf der Bremse. Okay, auf ein neues. Sollte nicht ich vielleicht einfach Abraxas nehmen, weil ich meine, ich kann ja jetzt nicht jedes Mal mit Phönix hier in den Stall vorweglaufen. Was soll Mama denn da denken? Ich finde schon ein bisschen krass, dass dieses Kind so einsperren, nur wegen Mathe. Abraxas bleibt immer noch stehen. Komm, wir tauschen. Vielleicht traut er dir mehr als mir. Ja, so, das wollte ich. Pass mal auf, nimm du mal hier mein. Genau. Falls Abraxas wieder stehen bleibt, dann streichle und lob ihn mal. Ein bisschen Aufmunterung motiviert immer. Der macht das schon. Komm, Abraxas, so ist brav. Komm Abraxas, hab keine Angst. Oh, und schon sind wir im Stall. Super. Bringen wir ihn auf die Weide. Für heute hat er genug geleistet. Ach so, ich dachte, der kommt gleich in den Stall. Lass uns Abraxas auf die Weide bringen. Ja, kommt er da alleine hin? Hinter mir läuft er ja normalerweise gut her, ha? Ja, das sieht doch super aus. Dann war es jetzt auch nicht so schlimm, dass ich die nächsten Tage hier nicht da war. So. Bringen wir mal hier den Guten zurück auf die Weide. Also nochmal zurück zu dem Mathe-Thema, ne? Wenn ihr für eine Prüfung lernt, gönnt euch zwischendrin auch mal eine Auszeit. Das braucht das Gehirn. Dieses permanente Lernen bringt sowieso nichts. Nein, los, trau dich. Geh zu Fabian. Geheimnis bei allem Lernen ist die Wiederholung. So. Okay. Ja, ich denke, dann sollte ich auch mal zusehen, dass ich nach Hause komme, oder? Bevor hier Mama anruft. Schön läuft so. Einfach unglaublich, Jesse. Wie machst du das? Man könnte fast glauben, du verstehst die Pferdesprache. Sagen wir mal, ich verstehe die Körpersprache von Pferden. Aber das läuft im Grunde auf dasselbe hinaus. Nicht, dass ich dich loswerden will, aber solltest du nicht langsam nach Hause? Sonst merkt noch jemand, dass du ausgebüxt bist. Du hast recht. Bis dann, ich rufe dich gleich nachher an. Jetzt aber schnell zurück nach Hause. Das würde ich aber auch mal sagen. Schnell zurück nach Hause, bevor das irgendjemanden auffällt.
So, und mal gucken, ob ich jetzt auf Anhieb gleich den richtigen Weg erwische, ne? Boah, nicht, dass mir jetzt die Mutter oder der Vater hier entgegenkommt im Wald. Wo warst du? Was ich mit Mathe? Du darfst nie wieder zu diesem Pferd. Ab Kaxas. Das ist der Brexas. Ab nach Haus. Wenn wir im Galopp den kürzesten Weg nehmen, könnten wir es so gerade noch schaffen. Ja, wenn ich wüsste, ob das der kürzeste Weg ist. Das geht schon ein bisschen springen, ne? Schadet auch nie. Also, rechts über die Brücke. Und dann nicht den ersten rechts weg. Also, mir ging das halt auch immer so, dass wenn du lernst, wichtig ist einfach die Wiederholung, ne? Ihr lernt was und dann macht er ein bisschen Pause in der Stunde oder sowas. Und dann wiederholt er das wieder und so. Und dann macht das nächste Thema. Und dann wiederholt das am besten in einem Tag nochmal oder in zwei. Und dann wandert das so langsam dann ins Langzeitgedächtnis. Und dann könnt ihr das halt auch wieder abrufen. Also frühe anfangen vor Prüfungen und sowas ist immer sehr intelligent. Habe ich auch nie gemacht. Wer hätte mir einiges erleichtert, wenn ich das mal früher gecheckt hätte. Das ist immer so in der Schulzeit, denke ich so, ja, pff, wird schon irgendwie zwei Tage vorher lernen und dann übelsten Stress haben und Panik. Obwohl man es eigentlich hätte ganz einfach haben können, wenn man sich ein bisschen früher darauf vorbereitet und so eine Stunde was macht. Und dann am Abend nochmal wiederholt. So, und dann morgen auch wieder dasselbe. Na, das wäre so einfach gewesen. Aber nein. Ich weiß schon, wie das ist, ne? Schule. Später ist es aber ein bisschen interessanter, weil dann sucht man ja quasi sich selber aus, was man lernen will. So. Jetzt habe ich noch 3 Minuten, um hier Phönix wieder im Stall zu verstecken. Oh Gott, das Otto. Aber er schaut gerade in die andere Richtung. Vielleicht sucht er Phönix. Nanu, wo kommst du denn her? Ah, okay, also er darf mich nicht sehen. Als wäre das dem Stallmeister nicht aufgefallen, dass jetzt hier die ganze Zeit Phönix gefehlt hat. Also das halte ich doch für ziemlich unrealistisch. Zwillinge, ne? Furchtbar anstrengend. Okay. Aber hier rum, glaube ich, war schon eine ganz gute Idee. Wir müssen nur gucken, dass die Zwillinge da vorne irgendwie uns in Ruhe lassen. Komm, wir drehen mal eine Ehrenrunde hier. Im Longierkreisel. In der Loge. Okay, was haben die Zwillinge vor? Die laufen uns da ums Haus. Okay, alles klar. Wenn die weg sind, dann kann ich hier... Die laufen ums Haus, oder schätze ich mal. Jesse, Jesse. Okay. Sehr gut. Das wäre total... Also, als würde das funktionieren in Wirklichkeit. Ja gut, ich meine, wenn der Stall so ein bisschen verwinkelt ist, im echten Leben, sieht ja kaum ein Stall so aus wie hier, sondern... Da ist der Platz ganz anders verteilt. Da, glaube ich, kann man sich schon mal heimlich in den Stall schleichen und sich dann das Pferdchen mitnehmen und auf eine schnelle Tour flüchten. Ne? So. Und jetzt gehen wir nach Hause und tun so, soll ich wieder durchs Badezimmerfenster? Was ist, wenn jetzt gerade Papa im Bad ist oder Mama oder die Zwillinge oder einer von den Zwillingen? Und wo wohnt überhaupt Otto? Ja. Wir müssen durchs Fenster ins Haus klettern. Ja, ist kein Problem. Das sind da drüben die Twins. Jesse! Ja, okay. Ja, ach so, die haben uns gesehen, obwohl die noch nicht mal ums Eck waren. Das halte ich absolut für ein Gerücht. So, das heißt, die sind jetzt genau auf der rechten Seite. Und wir müssen wieder ans selbe Fenster hin, oder? Also einmal rum. So. Da vorne sind die Zwillinge. Okay. Super.
Oh, ich war mal eben 2 Stunden im Bad. Oh nein. Okay, verstecken. Die Mutter kommt hier vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä, und vor allem, wo bin ich gewesen? Ja, ich war im Bad. Nach was sieht's denn aus? Echt, ey. Kann man nicht mehr hier 2 Stunden im Bad chillen? Ich habe ein gemütliches Bad genommen und Mathe gelernt in der Badewanne. So sieht's nämlich aus. Oh, hallo PC. Wie schön, dass du immer noch an bist. Gut, dass wir auf die Stromrechnung achten. Fabian wartet bestimmt schon auf unseren Anruf. Wir melden uns mit meinem Handy bei ihm. Ja, dann los. Hallo. Hi, Fabian. Ich wollte dir nur sagen, dass ich heil zu Hause angekommen bin. Danke. Wie süß. Dann kann ich ja beruhigt schlafen. Ich drück dir die Daumen für die Mathearbeit. Wird schon schief gehen. Ciao. Tschüss, Jesse. Einige Tage später. Oh, die Ergebnisse der Mathearbeit. Da kommt Jesse wieder auf ihrem hammermäßig geilen roten Fahrrad. Ich habe eine 1 in Mathe. Von hinten. Eine 6. Darf ich Abraxas haben? Hi, Ma. Ich habe eine 3 in Mathe geschrieben. Nicht doll, aber immerhin besser als eine 4. Und? Darf ich mich jetzt wieder um Abraxas kümmern? Einverstanden. Fabian hat schon angerufen und mir von deinen Fortschritten deines Pflegepferdes erzählt. Gratuliere. Danke. Lass uns Abraxas besuchen. Hä, eine 3 ist doch voll gut. Mann, ey, immer dieser Leistungsdruck. Gegen eine 3 gibt's absolut nichts zu meckern.